So, jetzt sind wir hier Höhe 26. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Ich gehe wieder auf die 25 runter, so. Und dann schauen wir hier mal weiter. Na toll. Vielleicht schauen wir auch in die andere Richtung, mal gucken. Jetzt haben wir hier eine Höhle. Das gibt's doch gar nicht. Ah, guck an, hier. Yellow White. Und da hängt auch noch was rum, perfekt. Ring ist kaputt. Mhm. Da hängt auch noch was rum, nice. Und da in der Ecke ist auch noch was, ja, sehr cool. Ja, Gold haben wir erstmal genug. Okay, das dazu. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich bauen soll, weil irgendwo irgendwas ist. Ich gehe mal da rüber, mal gucken. Da hier wie alle einfach alles voll ist mit dem ganzen Zeug. Och, lol. Vielleicht gehen wir auch mal hier durch. Mal gucken, ob wir in irgendwelchen Kisten was finden. Also irgendwas Interessantes, meine ich. Oh, nee, eigentlich wollte ich ja Yellow White suchen, ne? Ob ich jetzt die Weavern Pickaxe mit Looting 3 habe oder hier den Hammer mit Looting 3 oder Fortune in dem Fall, ist eigentlich, glaube ich, ziemlich egal. Kann aber sein, dass die Weavern Pickaxe ein bisschen schneller arbeitet. Bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, weil das Tempo, was wir hier mit dem Hammer haben, reicht mir persönlich völlig aus. Das Einzige, was da mehr abgeht, ist wahrscheinlich die drakonische Variante. So, wir gehen hier einfach mal ganz stumpf ein bisschen durch, vielleicht finden wir was. Aber vermutlich nur Sackgassen oder sowas. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Certus nehme ich immer ganz gerne mit, so nebenbei. Ja, ist ja gut. Oha, hier hängt doch mal ordentlich was rum. Nice. Und hier auch nochmal. Lapis kann man sich eigentlich auch mal gönnen hier. Uiuiui. Was ist mit dem Importer los? Den haben wir doch schon gepimpt. Irgendwas haut wieder nicht hin. Was eigentlich die ganze Zeit lief. Naja, gucken wir mal nach, wenn das Ding voll ist. Da hinten habe ich noch was Gelbes gesehen. Ach nee, das war Gold, okay. Naja, halb so wild. Ja, Chunkloading. Also sobald, also die Aussage vom FTB-Entwicklerteam für FTB Utilities war, sobald sich jemand auf dem Server befindet, werden auch die markierten Chunks geladen. Ohne Probleme. Hahaha. Aber wir wissen, dass es anders ist. Ich habe noch keinen Minecart gesehen. Oh, nice. Und bevor die Frage aufkommt, ja, der Chunk, wo das Ding steht, ist geladen. So, hier geht gerade nichts mehr. Okay. Ich gehe mal da links. Konnte mich gerade irgendwie nicht entscheiden. Ach komm. Hier geht's runter. Cool. Aber wie gehabt immer noch kein Minecart zu sehen. Ja, ist ja gut. Ich finde hier sowieso nicht mehr raus. Geh mal in die Richtung weiter. Mal gucken, was passiert. Welche Höhe haben wir hier? 21. Sollte ja Yellorium technisch eigentlich was gehen. Ja, wobei ist mir vielleicht ein bisschen zu tief.
Das Modpack, was Gronkh für After Humans nutzt, das ist ja im Prinzip Life in the Woods ein bisschen aufgebohrt mit ein paar Zusatzmods. Und man merkt, also es war ja bei Life in the Woods war das ja auch schon so, dass die Performance wirklich, wirklich, wirklich bescheiden war. Außer nach diversen manuellen Updates von manchen Modifikationen. Und da jetzt noch Mods mit dazu zu installieren, ich meine, man sieht in manchen Videos, wie die Performance mit seinem NASA-PC einfach für ein Eimer ist. Was ist mit dem verdammten Ding los? Ja, ich gehe gleich mal wieder rüber. Wahrscheinlich geht's dann wieder aus irgendwelchen witzigen Gründen. So. Müssen mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Wahrscheinlich auf dieselbe Methode wie sonst auch immer, nämlich durch die Decke. Wenn der Ring funktioniert. Das tut er gerade nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Bin gleich wieder da. Moment. Wir connecten einfach mal neu. Vielleicht geht es dann wieder. Durchaus. Ist die Frage, wie lange? Mal gucken. Gehen wir mal da links. Nicht lange. Das regt mich so auf mit der Scheiße hier, ne? So, weiter nach oben. Macht das eigentlich irgendwas jetzt wieder? Nee, tut's nicht. Aber wir sind auch gerade gar nicht in der Welt. Naja. So, da sind wir wieder. In der Hoffnung, dass wir da nach oben kommen. Mal sehen. Ja, ja. Bin mal gespannt, ob die Steine mitkommen, aber ich vermute mal eher nicht. Ist mir auch egal. Ja, wahrscheinlich haben sie es vergessen zu sagen, ja. Ach so, stimmt, Dach. Die Aussage war, wie gesagt, sobald man auf dem Server ist. Aber hier geht gerade irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, gar nichts. Oder er kommt gerade nicht klar mit dem Laden hier. Hä? Hallo? Warum ist denn das System aus? Weil es nicht geladen war. Das ist echt eine behinderte Scheiße, ja? Haben sie wieder eiskalt gelogen im Forum. Krass. Oh, nice. Und das mit dem Redstone hier funzt übrigens nicht. Wollte ich mal kurz anmerken. Ja, wieso? Weil normalerweise kriegt er doch Strom von oben. Das ist halt die Sache, die mich gerade ein bisschen aufregt. So, das Loch machen wir wieder zu. So. Nee, das nicht. Gut, dann haben wir das. Genau. Cobblestone. Was haben wir jetzt an Genöts? Genau. 116 und 46. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt und vor allem... Backfackel. Naja. Wir könnten einfach mal primär auf jeden Fall diesen Yellorium-Kram schon mal hier wieder reinschmeißen. Und zwar... Nee, das machen wir separat. Der ist gerade echt arg beschäftigt damit. Haben wir hier noch das Zeug drinne? Ja, Flint reicht eigentlich, läuft. Und du stehst auf All Smelting. Okay, das passt ganz gut. Dann schmeißen wir den Rest schon mal in den Reaktor rein und gucken mal, was passiert. Wir haben jetzt hier 47,1%. 54, dann sind wir wieder auf dem alten Level jetzt.
Ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und ich denke, wir kriegen auch noch ein bisschen was raus von dem Zeug. Wie schaut's generell so aus mit den Materialien? So diatechnisch oder so vielleicht? Ja, 585, super Sache. Geht an sich ganz gut voran. Aber wir haben gesehen, Chunk Loading mit FTB Utilities ist einfach Müll. Und ziemlich sinnlos, ehrlich gesagt. Ich frage mich sowieso, warum ich überhaupt hier irgendwelche Chunks geclaimed habe, wenn es sowieso nicht funktioniert. Ach, ist egal. Ach so, da kommt ja auch Cyanide mit raus. Stimmt. Na cool, warum auch nicht? Ja, also Deep Dark können wir erstmal vergessen. Was heißt vergessen? Also ist halt nervig. Gerade in Bezug auf das Chunk Loading, weil dann hier einfach nichts mehr funktioniert. Schade, wieder oder immer noch ein Negativpunkt von diesem Modpack, so wie viele andere Punkte auch. Koppel haben wir genug, das ist okay. Jo, nice. Da geht einiges. Witzigerweise, ne? Wir waren neulich im Nether. Da hat das funktioniert. Wir haben neulich beim letzten Stream haben wir eine Nether-Quarz-Farm-Runde gemacht. Und da hat das funktioniert mit dem Importieren. Warum hat das im Deep Dark nicht funktioniert? Chicken Chunks? Nicht, dass ich wüsste. Die haben doch immer gesagt, das ist irgendwie crash-süchtig oder so. Industrial Chunk Loader coming soon, okay. Coal Chunk. Ja, ein Industrial Chunk Loader, aber ich weiß nicht, was der genau tut und wie der funktioniert, dementsprechend. Achso, man kann ihn gar nicht bauen. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Also, es gibt nichts in der Hinsicht, was ich jetzt wüsste, dass es in irgendeiner Weise funktioniert. Das lohnt sich sehr gut hier. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich vielleicht Chicken Chunks nachinstalliere. Und ich sag mal so, ich glaube, das wäre eigentlich gar nicht so dumm, weil im Prinzip macht der Server ja sowieso selbstständig Backups nach einer gewissen Zeit. Und ich mache generell nach jedem Stream mache ich auch nochmal ein gesondertes Backup. Also dementsprechend sollten wir da echt mal überlegen, ob wir vielleicht Chicken Chunks nicht einfach mit draufkloppen und dann mal gucken, wie die Performance dann läuft. Ist ja im Prinzip auch für den Map-Download kein Problem, weil dann sind die halt nicht mehr da, wenn man die Mod nicht drauf hat. Das ist ja kein Thema. Ja, müssen wir mal gucken. Mache ich zum nächsten Mal vielleicht hin. Weil das mit diesem Chicken Chunks Chunk Loading, das ist echt kacke. Ja, das ist einfach nicht brauchbar, sagen wir das mal so. So, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Yellowite bekommen. Die beiden Barren Cyanid sind eigentlich ziemlich egal. Was haben wir jetzt hier? Jawohl, neuer Rekord, 61,1. Ja, super Sache. Und das tun wir da rein. Genau. Wir haben jetzt... es geht voran. Wir haben inzwischen auch schon wieder eine ganze Menge Redstone bekommen durch die ganzen Arbeitsschritte hier. Also durch die Erzproduktion da unten bei Voot. Apropos Voot. Ne, geht noch. Die Dinger halten echt ewig. Genau. Ich denke, wir haben jetzt 2 Stunden Minecraft fast rum. Wir machen nochmal... Alter, eine kleine Party hier unten, hätte ich beinahe gesagt. Also es reicht nicht für den Raum, wenn wir die Fackel verlegen. Halb so wild. Wir haben ja hier diese beiden Void-O-Miner stehen. Hatte ich ja schon mal gesagt, da sollen noch 2 dazukommen in dieser Richtung. Aber das machen wir erst, wenn wir bereit sind, die T4-Geschichte zu bauen. Ja, macht euch halt selber kaputt, ist okay. Ja, und wie gesagt, dann gucken wir halt, diese beiden sind ja spezialisiert auf Diamanten aufgrund der Linsenfarbe. Und die anderen beiden spezialisieren wir dann auf Yellorium, also mit Gelb. Sollte also in der Hinsicht kein Problem sein. Ja, ansonsten zu den nächsten Plänen. Eigentlich habe ich noch viel vor. Die Frage ist, wie viel das Modpack davon kaputt macht. Ja, wir haben hier noch ganz viele lustige Geräte in der Wand. Da kommen vielleicht noch ein paar dazu. Wie gesagt, eine 2. Segmill für die weitere oder für die restlichen Ores, die noch da sind. Und wenn wir nachher die ganze Erzproduktion im großen Stil betreiben, müssen wir eh gucken, dass wir verschiedene oder mehrere von diesen Produktionssträngen bauen. Da werden wir dann aber, wenn es soweit ist, nochmal ein komplett neues System bauen. Yellorium ist grün, aber Yellorium ist auch gelb. Uran könnte ich mir bei Grün sehr gut vorstellen. Aber gut, kann sein, da muss ich nochmal gucken, wie das genau ausschaut da. Alles halb so wild.
Kam da noch was? Nee, okay. Ist ja witzig. Wieder so eine logische Sache. Ja, Yellorium, gelbes Erz, nehmen wir eine grüne Linse. Ja, herzlichen Glückwunsch. Farbenblind confirmed. Genau, diese Capacitor-Geschichte. Da müssen wir auch noch ein bisschen auftischen hier. Also so ein paar Ebenen nach oben geht das noch. Und ja, das werden wir dann aber wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwann in Angriff nehmen. Auch dieses Haus, da haben wir heute eigentlich recht viel geschafft. Aber das werden wir in den Streams so immer nur so nach und nach weiterbauen. Weil ich möchte jetzt nicht 5 Baustreams oder so hintereinander machen. Weil das wäre dann ein wenig zu eintönig. An sich, der Rest hier unten, der läuft so weiter. Brauchen wir uns eigentlich nicht drum zu kümmern. Die ganzen Farmen rennen eigentlich wie Sau. Hier dieses Immersive-Zeug, ja, ich sag mal so, das haben wir gebaut. Aber steht im Endeffekt auch nur rum, weil der Generator nicht angeschlossen ist. Weil der die Ressourcen für unser Botaniaturm fressen würde. Das wäre nicht gut. 34 haben wir jetzt so eine. Ja, die Pools füllen sich wieder auf. Ich hatte vorhin mal wieder auf Schnelldurchlauf gestellt, deswegen waren die leer. Eigentlich not bad. Und was natürlich interessant wäre, gerade in Bezug auch auf Chicken Chunks, was dann passiert, wenn man den Server dann doch mal durchlaufen lässt, ja? Dass man mal guckt, ob die Mana-Pools wieder leer laufen und nur Cobblestone produziert wird oder ob die dann doch funktionieren. Ich glaube, sie würden funktionieren. Sind so Geschichten, muss ich ausprobieren, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber an sich, die Idee mit Chicken Chunks klingt erstmal nicht verkehrt, sagen wir das mal so. Und wäre halt gerade hier in Bezug auf den Server, auf dem wir spielen, definitiv die bessere Wahl als FTB Utilities, weil das ist sowieso Müll anscheinend. Genau, Sascha. Separates Feld für Immersive hatte ich auch schon mal, glaube ich, ganz kurz mal angesprochen gehabt, dass wir hier im hinteren Bereich vielleicht noch 1-2 Felder mit ranbauen, je nachdem, was wir brauchen. Das sind wahrscheinlich Weizen-Seeds und noch irgendwas. Oder Seeds im Allgemeinen, ja, genau. Und Kartoffeln waren das hier, ne? Ja, genau. Kann auch alles mögliche andere sein eigentlich. Hauptsache irgendwas Futtermäßiges. Müssen wir mal gucken. Lässt sich regeln. Ich sag mal so, wir sind auf die Energie, die hier produziert wird, nicht angewiesen. Das Einzige, was wir brauchen, sind die Enderperlen hier. Und die sind sowieso über diesen thermoelektrischen Generator betrieben, daher ist es auch nicht so wild. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, klar, nice to have wäre es, wenn wir das hier haben. Vor allem brauchen wir uns dann auch keine Gedanken mehr, um den ME-Controller da unten zu machen. Weil hier dann auf jeden Fall genügend Energie produziert wird. Das Problem ist nur, sobald der da unten, also der ME-Controller hier unten, der Energy Acceptor Energie bekommt, wird das ganze System über den betrieben und saugt die Energie von dem ganzen Part hier unten weg. Also von dem Staudamm auch. Und das ist halt die Sache. Naja, mal gucken. Alles halb so wild. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Jo, und ansonsten, wie gesagt, schwerpunktmäßig soll es dann auch erstmal dann weitergehen mit Applied Energistics. Machen wir aber dann auch im nächsten Stream. Wir brauchen noch eine ganze Menge Autocrafting. Wir brauchen mehr Crafting-Computer. Wir brauchen mehr von allem im Prinzip. Mehr Cryo-Energetic Flux Ducts oder Cryo-Stabilized, wie auch immer. Damit wir im Prinzip hier die Verbindung nach oben zum Reaktor, also beziehungsweise zur Energy Cell noch komplett herstellen können. Damit wir da auch die maximale Energie abrufen können. Also hier jetzt im Moment halt 650.000 RF. Das reicht uns auf jeden Fall erstmal. Später vielleicht nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen an der Stelle mit Minecraft für heute zum Ende. 2 Stunden haben wir gemacht. Das war an sich auch der Plan und dann machen wir, ja, an dieser Stelle mit Minecraft erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal.